geht's um Armbrüste. Grüße zusammen, meine hochverehrte Zuschauerschaft hier aus dem Gewächshaus, wo der Vergangenheitshonk mich letztes Mal so schmählich hat sitzen lassen. Und ich will erst mal gucken, was haben wir eigentlich für Aufträge? Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, was überhaupt angesagt ist. Natürlich Perzivals Prüfung. Der entführte Kaukohl, Odin würde ich gerne zu Ende bringen. Flüchtige Begegnung, das ist noch ein bisschen hoch für uns. Ja, und das sind die ganzen Nebendinger. Ja, ich würde sagen, den entführten Kaukohl machen wir auf jeden Fall nochmal zu Ende. Dafür müsste ich erstmal rausfinden, wie viele Kaukohle haben wir denn überhaupt auf Tasche. Wie geht das nochmal? Drei. Wir müssten drei Kaukohle haben. Uns hat einer gefehlt. So ein Cheat aber auch. Okay, aber das soll uns nicht weiter stören. Ich grüße euch erstmal mit rauer Stimme, weil, ach ja, dafür gibt es viele, viele Gründe. manche davon möchte ich gar nicht erzählen. Gut, wir gehen mal auf die Karte von Hogsmeade. Ich werde euch jetzt gleich mit einem Ladebildschirm des Grauens beglücken. Wo ist denn hier der Trankmischer? Da, alles klar, reisen wir mal zu dem hier hin, dann kann ich euch was erzählen. Heute werden die Ladebildschirme dann nicht ganz so langweilig werden, weil ich kann euch was erzählen. Heute mal keine Zaubererkopfbedeckung oder ähnliches am Start, weil, ich habe jetzt nur so eine Bandana auf. Das ist das Leichteste, was ich finden konnte, weil es ist hier Hacke heiß in Hamburg derzeit. Und also ich glaube, es ist schon so knapp an die 30 Grad, wenn nicht sogar darüber. Ich habe nicht drauf geachtet. Ja, ich werde mal kurz die Nacht abwarten, weil Hogsmeade bei Nacht ist zwar auch ganz schön, aber am Morgen so im Morgentau auf der Straße aufzuwachen wie so ein Penner, das ist ja auch mal was ganz Schönes, ne? So, wo ist denn der Trankeladen? Da ist der Tränkeladen. Die schlafen ja sowieso nie, die Vögel hier. Also kann man da auch jetzt reinlatschen zu Herrn Pippin. Moinsen. Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. Nee, eigentlich wollte ich gar keine Tränke. Wie komme ich denn jetzt auf Tränke? Keine Ahnung. Wird einen Grund haben. Wahrscheinlich brauche ich welche. Ohne es zu wissen. Da schwebt ein Geist durch die Stadt. Lass mich mal sehen. Ich hatte wieder keine Zeit, mit dem Controller zu üben. Glaubt es oder glaubt es nicht? Hier oben gibt es so etwas, was ich haben will. Ja, da latschen wir einfach mal durch und vielleicht finden wir ja auf dem Weg auch noch was. Okay, dann hier hoch. Zu Knollen, Blätterpilz und Knöterich. Hallo, kannst mal. Ach, ja nö. Das war da mal ein Satz mit X. Ab durchs Wasser. Fängt ja gut an heute, ne? So, wollte ich hier sonst noch irgendwas in Hogsmeade? Ich wollte mal schauen, was es hier für Werkbänke zu kaufen gibt noch. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass ich noch irgendwas jetzt groß haben will. So, gib mal ein bisschen Gas, Kollege. Die Leute wollen was sehen. Ja, und ob wir heute mit der Hauptqueste weitermachen, ich weiß es nicht. Mir schlottert ehrlich gesagt ein klein wenig das Gemächt. Weil mir jemand gesagt hat, es wäre ein ziemlich wilder Bosskampf angesagt. Und Mir wurde schon vorgeschlagen. Schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Ja, gib mir mal einen Kaukohl, bitte. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Ja, wollen wir das? Nee, lass erst mal kommen. Meine Tür steht immer offen. Alter, du. Gerne wieder. Du solltest dir nicht immer dein Gesicht mit Löschkalk abwaschen. Das ist, du siehst danach aus. Ich habe doch geschlafen. Warum ist denn immer noch Nacht? Ja, wo gibt es jetzt Werkbänke? Lass mich mal schauen. Werkbänke, Werkbänke, Werkbänke. Hier bei den Wälzern, ne? Ist das doch, ne? Ja, ich glaube, ja. Ja, mach mal.
einmal komplett durch den Ort. Naja. Wir haben Zeit, ne? Haben wir oder haben wir? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie lange heute die Aufnahme wird. Ich weiß, ich sage immer so von wegen, ja, es wird nicht so lange. Aber ich habe heute erst nach 0 Uhr angefangen aufzunehmen. Und ja, ich habe eine Menge Kram zu tun. So viel, dass, wie ich gesagt habe, ich schon wieder nicht zum Üben gekommen bin mit dem Controller. Hä? Irgendjemand holt da was? Schreit doch nicht so. Hier ist es, genau. Hier ist es doch, oder? Ist das hier? Ja, moin. Schon, wann wir uns wiedersehen. Ja, du, ich möchte mal sehen, ob du irgendetwas hast, was ich... Tierwesen, Fütterer, Tierwesen. Schneidestation, was ist das? Ach so, ein pflanzliches Nebenprodukt. Ja, das machen wir alles später noch. Hüpfender Topf, zufälligen Trank, Materialverfeinerer. Mhm. Mondstein herstellen, brauche ich das? So, Zauberpflanzen züchten, ja, mittelgroßen Töpfen, kleine Töpfe. Ich warte ja immer noch auf diese Sache, dass man sich Klamotten irgendwie verzaubern kann, aber ich glaube, das geht dann doch anders. Wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Warte mal, habe ich noch irgendwas zu verkaufen vielleicht? Schauen wir uns mal an, was wir haben. Oh, da sollte ja einiges möglich sein. Ja, also, da sind zwar schon Sockelungen drin und so weiter, aber ihr seht, ne, da gehen die Punkte runter wie nichts Gutes. Warum sollte ich sowas tragen? Da holen wir uns doch lieber die Kohle wieder. Ja, ich weiß, der eben, das... Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. War für ein späteres Level, aber da wären wir auch nicht besser mit dran gewesen. So, alles klar. was kann man denn mal noch machen? Aber warum ist denn das dunkel? Ich hab doch gewartet. Ich wollte doch die Nacht abwarten. Machen wir nochmal. Ich lass mich doch nicht ärgern. Ja. So. This looks more like it. Ich will mal so ein bisschen hier in der Umgebung noch ein bisschen erkunden, wenn möglich. Wenn wir in der Hauptqueste weitermachen. Wohlgemerkt, wenn, dann werden wir das tun später, aber nicht jetzt, wo ich gerade hier anfange. Hier ist noch eine Prüfung Merlins. Was ist das denn da? Handbuchseiten. Bist du irre? Komm, dann machen wir Handbuchseite hier. Guck mal. Schön, dann gehen wir gleich hierher und... hier ist das ein Händler, Leopold Babcock. Leopold Babcock. Poldi ist überall. Poldi. Ja, ich grüße mal den Poldi hier. Niemand weiß, wer Poldi ist. Und das ist auch gut so. Das ist geheim. Was haben wir hier eigentlich? Achso, Leopold. Prüfung Merlins. Weißt du was? Wir machen mal heute richtig viel von dem Minikram nochmal klar. Ich bin irgendwie noch nicht bereit für den Bosskampf. So, ich latsche hier einfach mal raus. Hier oben war doch auch noch irgendwas, was ich... Sollte es das gewesen sein? Hier oben habe ich nämlich... Ja, das ist es da. Da habe ich nämlich beim Anschauen der Folgen... Also ich gucke ja mal das Material durch, wenn ich es schneide. Da habe ich nämlich das hier oben auch gesehen. Ja, Mann. Ja. Schokofrösche. Die Schokofrösche wurden von einem Hogwarts-Schüler zurückgelassen, der Hogsmeade besuchte. Diese verzauberten Süßigkeiten hüpfen wie echte Frösche herum und enthalten jeweils eine Sammelkarte mit einer berühmten Hexe oder einem berühmten Zauberer. Ach ja, J.K. Rowling. Okay. Ausrufezeichen machen wir dann später. Ich mache noch mal ein Revelio hier in der Gegend. Vielleicht finden wir ja noch durch Zufall irgendwas, was... Okay.
Ja, also ich wollte vorhin sagen, zum Thema Bosskampf, ne? Da jetzt mit der Prüfung, mit Rexhams Prüfung, da wurde mir gesagt, dass es keine Schande ist, in den Easy-Modus zu schalten. Und ich weiß, dass auch, dass jemand das so gemacht hat. Ich sag jetzt nicht wer. Nö. Ich bin ja nicht böse. Sag mal, was haben wir hier eigentlich? Honigtopf, Steeply und Söhne. Ach so. Ja. Das sind also einfach nur Geschäfte. Das hier ist der Keilerkopf. Oh ne, Eberkopf heißt das Teil. Magische Rübe. Okay. Ich habe auch eine magische Rübe. Ja, heute nur mit Bandana, keinen Hut auf oder so. Weil ich ganz einfach einen kühlen Kopf brauche. Ja, das ist jetzt dem gar nicht zugetraut, dem Typen, ne? Dass er auch mal einen kühlen Kopf behalten kann und nicht nur die ganze Zeit immer wie so ein Hitzkopf so. Ich bin Alfred Hitzkopf. So, albern wie immer. Da Honk macht Stonk. War eigentlich nicht. So, dann sehen wir mal, was das jetzt für ein Merlin-Rätsel ist. Hoffentlich kein Jump'n'Run. Ja, also ich weiß immer noch nicht, warum das eine Rätsel dann letztes Mal nicht funktioniert hat. Ups. Ja, hüpf runter, Digga. Hui. Da hat aber das Gamepad doch ordentlich vibriert. Weißt du was? Ich habe jetzt die Faxen dicke, wir fliegen da jetzt hoch. Ach, und ich sehe auch schon, um welche Art von Rätsel es sich handelt. Ja, ist nicht ganz so unangenehm. Runter. Runter, sagte ich. Ja, auf unebenen Flächen soll das Landen nicht verfügbar sein. Ja, ich auch. Ich weiß das auch. Du brauchst das nicht zu erzählen, Vogel. So, ja, ganz einfach. Warte mal, wie war das nochmal? Wie hat man das mit dem Zielen nochmal gemacht? Revelio. Ich weiß es nicht mehr. Warte mal kurz, da gab es doch eine Möglichkeit, das rauszufinden. Kleinen Augenblick. Ich muss mal in die Einstellungen gehen, wo... ja, ich kenne mich jetzt noch weniger aus als sonst. Ich nehme mal den Controller hier. Nee, das ist nicht Controller. Controller ist hier. So, anvisieren. Ach so, rechter Trigger. Okay, rechter Analogstick. Okay, alles klar. Anvisieren. Deaktivieren. Okay, kriegen wir hin. Hui. Ach so. Man kann das auch in Reihe machen, ne? Sehr cool. Irgendwo muss noch einer sein. Ich sehe es. Immer noch? Moment mal. Jetzt soll ich mir mal ein paar Flora fliegen. Hossa! Finde ich immer so süß. Fluff! Fluff! Mhm. Irgendwo ist noch so ein Ding. Äh,
wir haben da ja noch was vor uns. Oben bei der Burg, da ist ja auch ein... Machen wir das heute, das Merlin-Rätsel bei der Burg, wo ich... ich glaube, es war ein Zertrümmerstein, den ich nicht entdeckt hatte. Wahrscheinlich ist es jetzt hier genauso. Ich bin einfach nur blind. Oder die haben den wieder so gut versteckt. Wahrscheinlich zwischen irgendwelchen Felsen. Also hier auf jeden Fall schon mal nicht. Der ist kaputt. Nee, das ist einfach nur Wasser. Ist das da oben für ein Türmchen? Das ist interessant. Ich will das jetzt hier irgendwie auf die Reihe kriegen. Was habe ich jetzt gerade gemacht? anvisieren ergibt dann auch mal nichts. Moment, ich versuche da mal hochzuklettern. Vielleicht hat man von da oben ja einen besseren Überblick, wenn ich da hochkomme. Ja, ich komme da hoch. Nur nicht runterfallen. Nochmal, Revelio. Ich sehe die Kugel. Da hinten ist sie. Sie ist da hinter dem Stein-Ding. Das ist ja mal wieder fiese versteckt, ne? Ja, hüpf. Digga. Das vibriert so schön im Controller. So, hier hinter. Ach, guck mal, was da noch ist. Haben. So, da ist die... Ich glaube, das ist die letzte Kugel. Und Pinko! Da wäre selbst Merlin stolz. Hä? Ja. So, okay. Eine erneute Merlin-Prüfung erledigt. Und ich überlege mir gerade... Ob wir mal kurz oben zur Burg fliegen. Ich hoffe, wir haben nicht zu oft geschlafen, sonst müssen wir da wieder die Gegner platt machen. Weißt du, ich mach mal einen Schnellspeicherstand. Geht das mit dem Spiel, dass man einen Schnellspeicherstand macht? Dann lass uns loslegen. Ich gehe mal lieber sicher. Ah, ich bin schon wieder mit Maus und Tastatur am Start. Ich speichere mal lieber. Okay, ich speichere mal dediziert. Ja, genau. Ach ja, man kann das ja abbrechen, wenn man doof ist. So, da ist was in den Sammlungen. Da schauen wir gleich mal rein. Ja, die... Revelio-Seiten. Es war jetzt Hogsmeade, ne? Warte. Die müssten da noch ganz oben sein, oder? Ja, Hogsmeade. Genau. Ich sehe jetzt aber nicht das Ausrufezeichen. Bin ich jetzt blind? Oder gilt das als... Das gilt tatsächlich im Hochland, alles klar. Ja, okay. Im Hütland. gib mir mal kurz die Karte, wo wir schon mal hier sind. Dann würde ich doch mal sagen... Prüfung Merlins, ja, genau. Dann würde ich doch sagen... Ich reise mal zum westlichen Tal von Hogsmeade oder Hogwarts oder wie auch immer. Egal. Oh, ich blubber wieder einen Kram daher.
als wäre ich vollständig besoffen. Bin ich aber nicht, kann ich versprechen. Ja, ich hoffe, ich bin auch laut genug. Ich will hier nicht so rumschreien, weil es halt schon mitten in der Nacht ist. Und ja, Mikrofonlautstärke ist auch nicht so laut. Auch noch nicht mal eine Folge aufgenommen. Degorowski. Geht mal gar nicht. So. Wir reisen da jetzt hin und dann fliegen wir kurz mit dem Besen. Boah, irgendwie ist da ganz schön viel Kaffeesatz in der Kaffeetanne. In der Kaffeetanne? Was? Ja, wenn das mal heute was wird. Okay. Ja, also, ich ersuche übrigens um euer Verständnis. Also ich bitte nicht darum, sondern ich ersuche darum und halte das für selbstverständlich, dass ihr Verständnis dafür habt, dass ich bei gutem Wetter nicht unbedingt drinne sitzen möchte. Ach ja, wir haben ja genügend Kaukohl, den könnten wir auch dann gleich mal machen. So, dann lass mich mal schauen. Nochmal auf die Karte. Wo müssen wir eigentlich hin? Also wir sind jetzt hier. Ich glaube, es ist hier. Da ist die Burg, glaube ich. Dann setze ich doch dort mal einen Wegpunkt hin. Okay, ein Wegpunkt. Gott sei Punk.